Hallo liebe Leute, groß und klein, es ist mal wieder Grafus Time. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu World of Warcraft. So, ja, letztes Mal habe ich schon ein paar Quests gemacht, auch hier da unter Wasser beim Damm. Wir sind ja immer noch im Auftrag dieser drei Priester unterwegs und ja, müssen so diverses Zeug für sie erledigen. So, das Ritual unterbrochen. Würde ich sagen, gehen wir mal dahin. Da unten müsste es dann Krokodile geben, die man dann kirschen kann. So. Mal runter von Mount. Hier muss irgendwo eine Höhle sein. Hier ist sie auch schon. Und in diese Höhle müssen wir rein. Da verstecken sich ein paar. Und weil die Schlange hier den Weg versperrt, machen wir die natürlich tot. Oh, wieder ein aufgeblähter Magen. Nur so ein flüchtiges Leben. Aber okay, das heben wir auch auf. Oh, genau. Und Tiefseeschuppen. Das kann man auch brauchen zum Basteln. Ah, das ist nur Stoff. So, dieses Ritual müssen wir jetzt stören. Seht ihr schon, wie die mich da runterprügeln, oder? Das kann's ja nicht sein. Ich bin eh voll. Du hörst auf da mit deinem Schattenblitz. Oh, der hat ganz schön viel Leben. Oh, Schlangen ruft er zu Hilfe. Das hilft dir auch nicht. Ich dann mit meiner Feuernova, zack. Und hin sind sie. Oh, neue Schlangen. Das ist ja immer schön. So, schnell alles looten, bevor der nochmal kommt, der Sack. So, kurz hochhängen. Gut, zu diesem hohen Priester soll man zurückkehren. Ja. 1,9 Millionen Erfahrung von 3,5, also die Hälfte haben wir hier schon wieder. Ja, muss ich mal überlegen. Schattenhochland, ja, da hat man es am Anfang auch eher nur mit Humanoiden zu tun. Ja, dadurch, dass ich jetzt überall nur so kurz bin, kommt man natürlich nicht zu den Quests, wo dann die Tiere wären. Was ist denn das da? Schwimmt irgend so eine Maske im Wasser rum. Ja, und wir brauchen dringend Leder. Ja, da im letzten Addon war das richtig schön da. Da Wrath of the Lich King, da konnte man wirklich viel Leder zusammensammeln. Da musste ich ehrlich gesagt so gut wie nichts nachfarmen. Ich glaube 20 oder 30 Leder habe ich da ein bisschen nachgefarmt. Kette, Schulter ist besser. Dann haben wir hier einen Umhang mit Int und irgendeinen anderen Mist. Was muss ich tun? Geht zur nordöstlichen Quelle. Ah, okay. Ja. Weiß schon, wo das ist. So. Okay. Das ist hier ganz oben. Tötet man die gleich. Oder sollte ich vielleicht zuerst da irgendwo was machen? Da wäre ich schon in der Nähe, dann machen wir das gleich. Dann haben wir hier wenigstens gleich die Kroko-Quests. Und ist zum Beispiel schon so ein Kroko. Ja, leider wurde das nicht gelootet. Das kann ich dann wieder nicht kirschnern. Ärgerlich, sowas immer. Ja, manche killen wir einfach nur und zack, laufen weiter. Einfach schnell die Quest abschließen. Scheiß drauf, was da drin ist. Ja, ich nehme immer alles mit, also. Hallo? Sie da? Sir? Leckt's? Nee. Hallo? Moment, ich muss da mal kurz wegfliegen. Der Typ packt, glaube ich, rum.
Sprich mit mir! Hallo? Seltsamer. Ja, dann fliege ich zuerst zum anderen rüber. Keine Ahnung, wieso der nicht mit mir redet. Ja, das kommt leider so oft in letzter Zeit schon wieder vor. Quatscht man die Leute an und dann zwei, drei Minuten später geht dann erst das Fenster auf. Ja. Ich hoffe, du bist gesprächiger. Ja. Okay, sprecht mit irgendwann an Außenposten. Rekrutiert 8 Arbeiter. Okay. Sammelt, genau, die Krokolisken, das macht man natürlich zuerst. Kroko-Jagen! Ah, die haben auch schon fast 45.000 live. Oh. Die haben gleich 3 drin. Na, okay. So, du Fliege, hast du auch Leder in dir? Oder außerhalb, oder sonst irgendwo Leder? Nee, die kann man nicht kürschnern. Ja, die wiederum in Silidus, die konnte man kürschnern. Das waren auch so, ja, Fliegenzeugsdinger und so weiter. So, Wasser wandeln. Rüber da, Blitz in den Arsch und in die Fresse. So. Und, seid ihr fleißig am Fußball schauen? Ja, ich muss sagen, ja, mich interessiert es ja nicht wirklich. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass Österreich im internationalen Fußball nicht wirklich was zu melden hat. Tja, sie versuchen es zwar immer irgendwie EM, WM mitzumachen, aber man muss leider wirklich sagen, Österreich ist kein Fußballland. Da werden wir jetzt wahrscheinlich ein paar widersprechen, aber liebe Leute, es ist leider so. Ja. Wir haben andere Stärken, wir sind deshalb da wirklich im Wintersport gut. Vor allem Skifahren, ja, Langlauf in letzter Zeit sind wir auch besser geworden. Und auch Skispringen oder das ganze Nordische. Ja, aber nur Fußball, ja, das ist einfach nicht unseres. Für alle, die mir da jetzt wirklich widersprechen, da muss ich jetzt mal eine Gegenfrage stellen. Wie oft wurden wir schon Europameister oder Weltmeister oder haben die Champions League gewonnen? Oder irgendeinen anderen Cup? Dann werdet ihr vielleicht mal selbst einsehen, dass ich recht habe. Ja, bei der EM waren wir ja eigentlich auch nur dabei, weil wir das Austragungsland mit der Schweiz waren. Ja, hätten wir es nicht ausgetragen, vermutlich hätten wir es dann auch nicht reingeschafft. Ja, ich sag mal, WM-Qualifikation, teilweise haben wir nicht schlecht gespielt. Wir sind, glaube ich, der Dritter geworden. Ich glaube, 14 Punkte oder was hat man. Ja, aber man hat doch gesehen, es fehlt halt einiges. Gegen gewisse, ja, kleinere Länder und so, wo man sich dann wirklich auch schwer tut, da irgendwie dann wirklich den sicheren Sieg zu holen, naja, schafft man halt nicht. Und man sieht ja auch diesmal in dieser WM, es läuft ja nicht immer so für gewisse Länder, wie es laufen soll. Italien, England auch weg. Die haben da auch jetzt nicht einmal da diese Vorrunden geschafft. Portugal ist ja jetzt seit gestern auch draußen. Tja. Soll halt nicht sein für einige. Ich glaube sogar Italien ist jetzt auch schon draußen. Keine Ahnung, wann es das zuletzt gab, dass wirklich große Fußballländer so schnell ausgeschieden sind. Aber ja, kommt halt vor. So. Das Leder habe ich. So, da kann ich jetzt eh schon mal 2 abgeben. Da unten mal irgendwo. Ah, da vorne eines. Ja, mein. Dafür sind wir in anderen Sachen gut, wo dann andere Länder nicht wirklich eine Chance haben. Ja, so gleicht sich das halt aus. Ich bin jetzt nur gespannt. Moment. Kette, schon wieder Int. Toll. Nein, will ich auch nicht. Aber er ist viel wert.
Salzburg wurde ja jetzt Meister und das auch so ziemlich eindeutig. Über 20 Punkte Vorsprung. Haben wirklich einen guten Kader, einen guten Trainer und alles. Ich hoffe, dass sie das auch mal in die Champions League mitnehmen können. Ja, das große Problem bei uns ist halt natürlich immer, oder generell an kleinen Ländern, die in der Champions League bis jetzt nicht wirklich was gerissen haben, dass die immer durch diese ewigen Vorrunden durch müssen. Und das ist halt, das macht es wirklich für ein kleines Land richtig schwer, da mal wirklich was zu reißen. Ehrlich gesagt, ich würde es wirklich mal gut finden, wenn man da diese Regelung endlich mal über Bord werfen würde, abändern. Wieso kann man es nicht so machen, dass jedes europäisches Land, das da mitmacht, dass der Meister, also der Erstplatzierte, automatisch fix dabei ist und von mir aus die ganzen größeren, so wie, weiß nicht, Deutschland, England, Italien, da ist halt von mir aus der Zweitplatzierte auch fix dabei. Und bei den kleineren Ländern können sich dann der Zweitplatzierte vielleicht so ein kleines Playoff liefern, dass die dann vielleicht auch noch eine Chance haben. Aber dass wenigstens der erste Mal dabei wäre. Wir hatten es ja schon 2-3 Mal, dass wir dann wirklich mal die Vorrunden überschafft haben und kamen in die Hauptrunden rein. Natürlich sind wir dann dort ausgeschieden. Was besorgt die Karte? Okay. Ach, du warst du. Du bist hier festgesteckt. Jetzt, wo du dich bewegst, kannst du plötzlich quatschen. Das ermüdet natürlich auch eine Mannschaft. Wenn ich da vorher nochmal eine Vorrunde und alles machen muss und, um einiges mehr Spiele habe als andere, die dann schon davor in der Hauptrunde dann starten. Ja, verständlich, dass dann auch ein bisschen schon mal die Luft raus ist. Aber wahrscheinlich, wenn sie das Reglement ändern, da werden sich einfach die größeren Länder dagegen stellen, die schon mal fix 2-3 Mannschaften dabei haben. Ja klar, die wollen das ja um nichts hergeben. Ich meine, steigert wiederum ihre Chancen auch wieder zu gewinnen. Tja, soll halt nicht so sein. Ich habe auch jetzt so ein bisschen durchgeschaut auf der offiziellen FIFA-Seite. Da läuft ein Kamel rum. Wie da manche Kontinente so richtig da die Plätze ausspielen für die WM. Weil da bei uns in Europa ist gängig, zack, da werden Gruppen ausgelost und ja, wir spielen dann einfach gegeneinander. Zack, zack. Der erst Zweitplatzierte kommt sicher mit. Bei allem, ich glaube nicht bei jeder Gruppe. Ich glaube nur die besten Zweitplatzierten, die anderen müssen dann auch, glaube ich, ein kleines Playoff spielen oder so ähnlich. Und ja, aber bei anderen, da ist von Anfang an Playoff, Mannschaft gegen Mannschaft. Der da gewinnt, kommt dann weit in die nächste Runde, da wieder Playoff und dann irgendwann ganz zum Schluss wird mal so eine kleine Gruppe gemacht. Ja, läuft halt wirklich überall anders ab. Ja, keine Ahnung, ich meine, wer sich dieses System da ausgedacht hat. Tja. So, gibt es vielleicht eine versteckte Quest, wenn ich das Kamel töte? Denn eine versteckte Quest kenne ich ja, da gibt es ja so Skarabäen, wenn man die tötet, dann steht plötzlich, ja, töte noch mehr Skarabäen oder so irgendwie. Okay, ist hier diesmal nicht der Fall. Da oben haben wir eine reiche Elementium-Ader. Ja, wir sind aber leider kein Bergbau. Du mit deinem Nudelbogen. Macht dir kaum Schaden. Da hast du ein fettes Schwert in der Hand. Hau drauf. So. Eine Hyäne noch. Dann haben wir das hier auch schon. So. Machst du überhaupt Schaden mit dem Bogen? Ja, jetzt haut er endlich drauf mit seinem Schwert, du. Seltsamer Vogel, du. Findet Zahle am südlichen Ende des Sonnenhütte irgendwas. Okay.
Okay, da unten ist er irgendwo. Was sagt die Uhr? Wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. So, ja, ich bin eh gespannt, wer Weltmeister werden wird. Ich tippe ja so ein bisschen auf Niederlande. Das wäre echt mal cool, wenn es die wieder werden würden. Denn Spanien ist ja auch schon weg, genau, die habe ich auch vergessen. Ja, der letzte Weltmeister gleich auch sehr früh ausgeschieden. Oh, die Beine sind eine Spur schlechter. Ja, grün. Wenn die blau wären, wären sie besser. Aber wieder so ein Dolch. Moment, ich muss hier kurz absteigen. So, jetzt muss ich diese Löwen steuern. Ich kann die da bewegen. Ich kann wildes Gebrüll machen, dann werden die mit Angst erfüllt. Da, zack, jetzt soll ich die Bewegen benutzen. Oder ich kann hier einen Klauenwirbel machen. Erhöht euer Angriffstempo um 40%. Zusätzlich treffen Angriffe einen weiteren in der Nähe befindlichen Gegner. So. Sehr schön. Und das hier, Befehlshalle des Löwen, ein schreckliches Gebrüll loszulassen, das Feinde mit Angst erfüllt. So, das soll man jetzt auch hier machen. So, wartet, bis sie hier sind. Und ein wildes Gebrüll. Und da sind sie vor Furcht erstarrt. Freund, du, mach was. Okay, dann kann ich einzeln nicht befehlen. So. Schmeißt man das hier nochmal an. So, jawohl. Hau drauf da. Die lassen wir auch vor Angst erstarren. Und da kommt schon die nächste Partie daher. Ja, da müssen wir jetzt zu 30 Murblutaasfresser töten. Unsere Löwen haben eh viel mehr Leben. So, trotzdem nochmal zum Erstarren bringen, damit das Leben meiner Löwen geschont wird. Ja, leider kann ich die nicht direkt sagen, nehmt den oder den. Die greifen dann irgendwen an. So, oder? Ja, geht doch, wahrscheinlich. Okay. Okay, oh, da läuft mal einer weg. Soll mir auch recht sein. Mach dich vom Acker! Ja, ausweichen, ihr wow, ihr seht, was die da Schaden raushauen und dann nochmal meine Viecher durchbuffen, fällt in um einer. Und da haben wir die Quest auch schon geschafft. Sehr schön. Dann nehme ich mir aber den Dolch, der ist mehr wert. Kehr zum Hochkommandanten zurück. Okidoki. Kehr ich mal zurück. Und die Karte soll man hier auch noch dann besorgen. So, da müssen wir nur irgendeinen töten. Das kann hier, hoppala, jeder dabei haben. Ich muss mal kurz meine Buffs auffrischen. Sind gerade ausgelaufen, während ich da in den Löwen drin war. Und da ist wunderbar gleich der erste gehabt. Leder, Kette, Int. Ohne neue Axt. Item Level 312, die nehmen wir. Geht in das Gefangenenlager und findet den Aufenthaltsort von Dahez heraus. Okidoki, das machen wir. So, aber zuerst legen wir diese Axt hier an. Sehr schön. Moment. Ja, jetzt macht man natürlich noch mehr Schaden. Jetzt ist das. Okay, jetzt ist das natürlich irgendwas gebrockt, dass ich da gleich mal ein Vielfaches mehr Schaden mache. Moment, das Leder sichert mal. Gehen wir da runter. Sonst ist hier nichts. Nein. Ja, 1058 schon mit der Mainhead. Hier liegt manchmal eine Kiste rum. Entweder bei dem hier oder bei dem hier. Ist gerade nicht da. Wahrscheinlich hat die schon wer genommen. Und hier beim grünen Punkt, hier kann auch ein Rare oben rumlaufen. So, aber zuerst einmal dorthin, wir sollen den da befreien. Ja, der Rare kann genauso gut da unten sein. Ich glaube, das ist hier ein Krokodil, glaube ich. Ein riesiges.
Wenn wir schon hier sind, dann fliege ich gleich da runter und dann da rauf. Und ja, wenn ich dann bei dem Typen bin, werden wir die eine Folge hier mal beenden. Ich sehe schon, es ist schon wieder soweit. Wie die Zeit immer vergeht, wenn man hier spielt und redet und was der Teufel was so alles macht nebenbei. Schlimm. Wieder eine Folge vorbei. Wir haben schon 2,5, also es fehlt noch mal 1 Million an Erfahrung. Das haben wir Glück und das mal ein Rare da. Sieht aber ehrlich gesagt nicht so aus. Dass mal dieser Dahead nochmal angekettet. Denn wir kommen in diese Grube, werden wir ja dann auch reingeschickt. Da müssen wir ihn dann irgendwie verteidigen. So, jetzt fliege ich zu diesem Punkt hier noch. Und vielleicht ist er dort. Und wenn nicht, dann machen wir gleich den Abstecher zum Dreier runter. Da kennt ihr die Stadt wieder. Da war man am Anfang, da vorne waren wir in den Käfigen eingesperrt, die stehen dort eh noch rum. Da haben wir die Heuballen angezündet und alles, da oben haben wir ausspioniert. Das ist wieder diese Stadt Dolvir. Das ist hier übrigens ja auch die Instanz. Läuft man auch so ab, da vorne ist der Eingang. Ist auch eine ziemlich coole Instanz, die Bosse haben auch coole Fähigkeiten. Haben sie sich also wirklich ein bisschen Mühe gegeben. Nein, ist nicht hier. Der steht nochmal genau hier vor diesem Haus da. Okidoki. So. Na gut. Befreien wir den Typen da mal. Oder kurz bevor ich den befreie, machen wir da gleich jetzt Aufnahmestopp. Da. Ganz was Besonderes. Ein Byrid-Vorkommen. Da ist er. Okidoki. Gut. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen. Falls ja und ihr mich unterstützen wollt natürlich, lasst doch einfach Abo, Kommentar, Daumen hoch oben da, empfehlt mich weiter, teilt meine Videos. Ich sage dann auch danke fürs Zuschauen, schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Also macht's gut, ciao, euer Grafos.